Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter lieber Herr Lutz, liebe Frau Senatorin Schreiner, lieber Herr Busch, Herr Petersen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich über diesen Tag. Die Bahn und die Spree, das Verkehrsmittel und der Fluss, auf den ersten Blick haben sie gar nicht so viel miteinander zu tun. Aber wenn man genauer hinschaut, dann kann man schon ein paar Gemeinsamkeiten erkennen. Bahn und Spree haben eine ereignisreiche Geschichte und prägen unsere Gesellschaft auf jeweils ihre Art. Beide tragen zu Mobilität und Versorgung bei, beide ermöglichen Arbeit und Freizeit, beide werden für Ausflüge und Urlaube genutzt, kurzum, beide bewegen die Menschen. Und deshalb ist es auch nur konsequent, dass dieser ICE der vierten Generation ab heute den Namen Spree trägt. Mit ihm wird das bisher größte Programm zur Modernisierung der Fahrzeugflotte bei der Deutschen Bahn abgeschlossen. Seit 2016 hat der Hersteller Siemens insgesamt 137 Züge, mehr als 1500 Wagen und rund 105.000 Sitzplätze ausgeliefert. Züge, die für Hochgeschwindigkeit, für Leistungsstärke, für Innovation, für bequemes Reisen und für Klimafreundlichkeit stehen. Deutschlandweit zwischen Hamburg und München, Berlin und Köln werden und wurden sie bereits millionenfach genutzt. Sie alle wissen, das soll noch mehr werden. Wir wollen bis zum Jahr 2030 gemeinsam mit Ihnen die Verkehrsleistung im Personenverkehr auf der Schiene verdoppeln, und zwar im Vergleich zu 2015. Der ICE 4 hilft uns dabei. Durch ihn wächst nicht nur die Sitzplatzkapazität insgesamt, sondern jeder einzelne Zug bietet den Fahrgästen mehr Platz und damit mehr Komfort. Mehr Platz etwa für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, aber auch für Gepäck und Fahrräder. Und zudem ist er familienfreundlicher geworden. Kinderwagen können mittlerweile problemlos mitgenommen werden. Das ist nur einer von vielen Aspekten, die den ICE 4 auszeichnen. Mit ihm wird das Bahnfahren noch attraktiver, werden noch mehr Menschen für diese Form der Mobilität begeistert. Und klar ist auch, dieser Zug braucht ein modernes, leistungsfähiges Schienennetz, und daran arbeiten wir, Bund und Bahn, gemeinsam, und das mit Hochdruck. Mit zunehmender Auslastung ist unser Netz störanfälliger geworden, vor allen Dingen auf den Hauptstrecken und in den Knoten. Die Anlagen sind teilweise überaltert, weil in den vergangenen Jahren zu wenig Mittel dafür zur Verfügung standen. Und so konnte nicht ausreichend investiert und instand gehalten werden. Fahrgäste und Kunden im Güterverkehr erleben deshalb vermehrt, dass sich Züge verspäten, dass sie überfüllt sind oder dass sie ganz ausfallen. Und das dürfen wir und wollen wir uns auch nicht mehr leisten. Und deshalb sanieren wir die besonders belasteten Strecken von Grund auf. Welche das sind, haben wir bereits mit der Bahn identifiziert und priorisiert. Mit der sogenannten Korridorsanierung verbessern wir das Kernnetz nachhaltig und schaffen Hochleistungskorridore, ausgestattet mit modernster Bahntechnik. Und dann haben wir mehrere Jahre vollständige Baufreiheit. Und weil wir die Technik so ausstatten, dass wir auch künftig mit Baustellen besser zurechtkommen, werden die Probleme nicht wieder eintreten, auch wenn die neue Infrastruktur in die Jahre kommt. Es geht los im Juli mit der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Die nötigen Vorarbeiten dafür, sie liefen bereits gut. Im Jahr 2025 folgen die Korridore Emmerich-Oberhausen und Hamburg-Berlin-Spandau. Und wir waren natürlich vorsichtig, weil so ein Hochleistungskorridorsanierungskonzept ist schon eine Herkulesaufgabe. Ich habe eben mit meinem Kollegen aus der Schweiz, Herrn Bundesrat Rösti, gefrühstückt, gerade in der Schweizer Botschaft, und habe ihm erzählt, dass ich jetzt einen schönen Termin habe und einen ICE 4 tauchen darf. Er hat mich natürlich beglückwünscht, er sagt, das sind die schönen Momente in unserem Beruf, das stimmt. Aber er hat mir auch gesagt, Respekt, was ihr da macht, die Hochleistungskorridorsanierung ist schon ein dickes Brett. Aber wir haben mit einer Probebaustelle gezeigt, dass wir das hinkriegen, und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und kann nur allen sagen, natürlich wird es ein paar Unannehmlichkeiten geben während dieser Hochleistungskorridorsanierung, aber alle können sicher sein, hinterher werden wir Verbesserungen spüren, kontinuierlich. Wir kehren dieses Gefühl um, dass es bei der Bahn immer schwieriger ist, sondern es wird jetzt immer besser. Nicht nur mit so tollen Zügen, sondern auch mit einem tollen Kernnetz, das das leisten kann, was die Bürgerinnen und Bürger zu Recht erwarten. Ja, umgesetzt wird die Generalsanierung durch die neue gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte der DB, die DB InfraGo AG.
Zu Jahresbeginn hat sie wie geplant ihre Arbeit aufgenommen. Übrigens, das lief auch pünktlich. Und ich finde, das ist auch was Schönes, dass man sagen kann, Pünktlichkeit in Verbindung mit Bahn funktioniert. Die Züge wurden pünktlich geliefert, die Infrago kam pünktlich, die Probebaustelle war pünktlich. Und jetzt machen wir den Rest auch noch pünktlich und dann fahren die Züge auch wieder pünktlich. Also ich hatte ja mal den Satz gesagt, wir wollen die Uhr wieder nach der Bahn stellen können, aber ich glaube, das muss der Anspruch sein. Und daran, wie gesagt, arbeiten wir gemeinsam. Zu den Aufgaben der DB InfraGo gehört auch die Digitalisierung weiter voranzutreiben, also beispielsweise die flächendeckende Einführung digitaler Stellwerke und von ETCS, dem europäischen Standard bei der Leit- und Sicherungstechnik. Und durch die digitale Unterstützung schaffen wir dann auch zusätzliche Kapazität für den wachsenden Personen- und Güterverkehr. Ja, meine Damen und Herren, ob nun bei den Fahrzeugen wie dem ICE4 oder bei der Infrastruktur gemeinsam mit der Deutschen Bahn arbeiten wir daran, mehr Fortschritt zu bringen. Fortschritt, der bei den Menschen ankommt und der sich in steigenden Fahrgastzahlen dann auch widerspiegeln wird. Der Weg ist noch ein Stück, viel Ausdauer und Fleiß ist gefordert, vielleicht auch etwas Geduld. Aber umso wichtiger ist es, dass wir Zwischenziele haben, dass wir Meilensteine erreichen, so wie heute. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben und zum Erfolg beigetragen haben. Dem ICE Spree wünsche ich viele zufriedene Fahrgäste, allzeit sichere Fahrt und dass er möglichst pünktlich fährt. Und hier steht ja mehr Bahn für alle. Das Piktogramm nebendran soll nicht sagen, dass man das für sich behalten muss. Das darf man ruhig weiter sagen. Wir wollen mehr Bahn für alle und wir wollen auch, dass unsere Bahn ja zu Recht so geliebt wird, wie es heute durch die hohen Fahrgastzahlen zum Ausdruck kommt. Nie wurden mehr Personen befördert auf den deutschen Schienen als heute. Die Bahn ist eine einzige Erfolgsgeschichte und mit unseren Investitionen in neue Züge, aber eben auch in unser Kernnetz und selbstverständlich auch den Netzausbau, sorgen wir dafür, dass die Bahn auch wieder das zurückgibt, was die Fahrgäste ihr an Zuneigung entgegenbringen, in Form von pünktlich fahrenden Zügen, einem tollen Produkt, einer tollen Leistung. Herzlichen Dank an alle, die mitwirken und wie gesagt, allzeit gute Fahrt dem ICE 4 Spree.